Der Hamburger Volkspark am Morgen danach. Ein paar Kamerateams, Journalisten und sonst nichts. Die Profis haben trainingsfrei, doch im Vorstand ist weiter Stühlerücken angesagt. Das letzte und bislang prominenteste Opfer, Dietmar Beiersdorfer. Der 53-Jährige, vor 2,5 Jahren als Hoffnungsträger auf eine bessere Zukunft zurückgeholt, muss gehen und zeigt sich enttäuscht. Die Entscheidung des Aufsichtsrates wurde mir am vergangenen Dienstag im persönlichen Gespräch und am Donnerstag schriftlich mitgeteilt. In Anbetracht unserer sportlichen Situation habe ich von einer Veröffentlichung abgesehen, so Beiersdorfer auf der Homepage der Hamburger. 90 Millionen Euro hatte er seit seinem Amtsantritt im Sommer 2014 in die Mannschaft investiert. Die sportliche Entwicklung blieb allerdings aus. Die aktuelle Krise und sein zögerliches Handeln, vor allem in der Sportchefsuche, hat ihn letztlich den Job gekostet. Und das, obwohl Karl Gernandt, Chef des HSV-Aufsichtsrats, ihm vor wenigen Wochen noch demonstrativ den Rücken gestärkt hat. Es macht keinen Sinn, einen Kapitän von Bord zu schicken im Sturm, wenn man den Eindruck hat, das Schiff läuft nicht mehr richtig, sondern man muss sich um das Schiff kümmern. Und genau das machen Didi und ich jetzt. Doch Beiersdorfer wurde offenbar nicht mehr zugetraut, das Ruder noch rumzureißen. Stattdessen ist mit Heribert Bruchhagen jetzt ein neuer Kapitän an Bord des schlingernden Dampfers HSV. Der 68-Jährige, ein Mann mit Erfahrung, war schon von 1992 bis 1995 Manager im Volkspark. Er soll vor allem für eine klarere Struktur sorgen, für geregelte Arbeitsabläufe. Denn vor allem eine Frage war in den letzten Wochen beim HSV immer wieder gestellt worden. Das ist ja gerade eine Frage des soliden Managements, dass man sagt, wer ist wofür eigentlich zuständig. Mit der One-Man-Show von Dietmar Beiersdorfer ist jetzt Schluss. Der neue Boss Heribert Bruchhagen wird einen Sportdirektor mitbringen. Gehandelt wird vor allem der Name Horst Held.